Das Bild einer Domina in der Öffentlichkeit. Das ist ein Thema, was mich jeden Tag beschäftigt, weil ich als Domina tätig bin. Und wenn ich sage, ich arbeite als Domina, dann reagieren die Menschen natürlich erstmal mit, wie soll man das sagen, mit Überforderung, Erstaunen. Meistens kommt die Frage, ach Quatsch, du bist doch keine Domina, du siehst gar nicht so aus. Das hat was damit zu tun, dass das Bild in der Öffentlichkeit einer Domina anders ist, als ich aussehe, offensichtlich. Weil das ist so das Feedback, was ich oft bekomme. Also es ist immer erst die erste Frage, ach, du siehst gar nicht so aus. Was machst du denn dann genau? Was wollen die Männer von dir? Was für Männer kommen denn da? Hast du denn dann auch Sex mit denen? Hast du denn dann auch Lackleder, Latexkleider zu Hause? Und so weiter und so fort. Es kommt eine Palette an Fragen oder es kommt absolutes Entsetzen und Rückzug. Das passiert auch ab und zu mal. Und das ist etwas, was mir das Leben auch teilweise schwer macht, weil das privat und beruflich halt zu Problemen führt. Privat als Beispiel hatten wir mal jemanden, der dann so meinte, so ja, wenn du deinen Mann da den Hintern versohlst und er möchte, dann ist das ja okay. Aber du manipulierst ihn schon sehr und er muss schon sehr für dich springen. So, wo ich gedacht habe, okay, ja, ich habe dann nachher mit meinem Mann drüber gesprochen und mein Mann meinte dann auch, du manipulierst mich, weder noch springe ich für dich. Sondern es war halt lange Zeit so, dass wir ein Paar waren und ich sehr krank war. Also ich habe Rheuma und unsere Rollenverteilung war im Schub halt so, dass ich, wenn ich irgendwas gebraucht habe, dass er das dann halt gemacht hat. Das war das, was die Person, glauben wir, oft mitbekommen hat. Und alles andere ist dazu gedichtet. Also eine Domina ist irgendwie manipulativ. Vielleicht bin ich ja manipulativ und ich weiß es gar nicht. Kann ja sein. Meine Klienten, Freunde und mein Mann bestätigen das jetzt nicht so sehr. Und ich glaube, auf die sollte man da hören. Also auf die Menschen, die mich kennen, sowohl beruflich als auch privat. Und dass ich meinen Mann schlagen würde und er steht da drauf, war einfach dazu gedichtet, weil das halt das Bild ist, was man hat. Also das, was man in Film, Fernsehen sieht, ist eine Frau in Lackleder, Latex, meistens blonde Haare mit einer großen langen Peitsche oder einem Flogger oder einem Bullwhip, die halt einen festgebundenen Mann total schlägt. Ich finde Schlagen schön, aber das schreibt jetzt nicht meine Hauptaufgabe. Also bei mir war mal ein Fernsehsender und wollte eine Doku über mich drehen und der war 2 Stunden da, das Team. Danach sind die gegangen, weil sie gesagt haben, nee, dein Alltag ist einfach zu langweilig. Also ich sitze hier oder nebenan am Schreibtisch und rede mit Menschen. Daraus besteht mein Hauptalltag. Und manchmal tue ich auch sexuelle Dinge mit diesen Menschen, ohne dass ich mich ausziehe oder dass ich Sex mit einem Menschen habe. Also mit einem Mann oder mit einer Frau habe, also Vaginalverkehr, Analverkehr oder sonst was. Das gehört nicht zum Bereich einer klassischen Domina und als solche sehe ich mich. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man das als Bizarre-Lady macht. Für mich persönlich passt es einfach nicht körperlich, mental. Ich mag eher das psychologische Spiel. Also hat dieser Freund von uns all das irgendwie mal gesehen und definiert das als Domina und hat mir das sozusagen auf den Leib geschrieben. Wovon irgendwie nicht so richtig gestimmt hat. Und hat dabei komplett vergessen, wie ich als Person bin. Ne, weil ich bin ja eben nicht nur die Domina, das kennst du auch, du bist Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Ehefrau, Ehemann, Hundebesitzer, mein Hund liegt da drüben und schläft und schnarcht, ich hoffe, man hört sie nicht so dolle. Hundemama, ich bin begeisterte Häklerin, ich liebe Häkeln, ich liebe Computerspielen, ich liebe Fernsehen gucken, ich liebe meine Ponys. Also ich habe 2 Pferde. Ich liebe es, im Auto zu sitzen und laut mitzusingen. Und ich bin mehr als diese Figur, die Film und Fernsehen mir auf den Leib schneidern möchte oder die Gesellschaft. Ich kann die krasse, klassische Domina sein, die dominante Befehle macht. Und ich liebe das auch, diese Rolle. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir eine Domina eben nicht nur in dieser Rolle sehen, sondern ganzheitlicher. Ich bin auch Therapeut
Und manchmal sitze ich an einer Session, nachdem ein Klient abgespritzt hat, einfach nur noch 40 Minuten da und höre zu, was heute auf der Arbeit los war, was mit den Kindern ist, wie es mit der Partnerschaft läuft. Für viele Klienten bin ich nur ein guter Zuhörer, ein Ohr, bei dem man sich ausweinen kann. Manchmal bin ich eine strenge, konsequente Mutter, weil sie selbst keine hatten. Und sorge dafür, dass Ernährung gut bleibt, dass man abnimmt, dass man gesund bleibt. Schau mir Blutwerte an. Kümmere mich aufrichtig um Menschen und interessiere mich tatsächlich für Menschen. Und das ist etwas, was keiner in dieser Domina-Rolle sieht. Was ich aber trotzdem tue und ich es gerne tue. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich ein Paar in der Beratung hatte, wo die Dame des Hauses am Anfang nicht genau wusste, dass ich als Domina arbeite. Also ich bin da sehr frei mit diesen Informationen. Ich verschweige dann niemandem etwas. Aber ich rücke es auch nicht so in den Vordergrund, weil ich eben nicht nur Domina bin in meinen Augen, sondern ich bin ja ein ganz facettenreiches Wesen. Ne, wenn ich aus von einem harten Arbeitstag komme und ich habe eine schlimme Geschichte gehört, oder es ist jemand gestorben, ein Tier ist gestorben, ein Mensch ist gestorben. Neulich habe ich eine Klientin gehabt, die hat ihren Partner verloren bei einem Autounfall. Da bin ich abends nach unten gegangen, weinend, ich bin auch nur ein Mensch, und habe mich auf die Couch gekuschelt an meinen Hund und an meinen Mann und habe mich trösten lassen. Auch das ist etwas, was eine Domina tut. Ich bin nicht immer nur die starke Frau. Und das ist auch okay. Ja? Und ein devoter Mann, eine devote Frau ist nicht immer nur devot, sondern die kann auch konsequent und durchsetzungsstark sein. Ja? Und diese Frau, die ich in der Beratung hatte mit ihrem Partner zusammen, die hat dann in einem Gespräch erfahren, dass ich als Domina arbeite. Und wollte das Paargespräch nicht mehr weiter fortführen. Weil mit einer Domina möchte sie sich nicht unterhalten. Mit einer Sexarbeiterin möchte sie nichts zu tun haben. Und mich tangiert das Gott sei Dank nicht mehr, weil ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit anderen Menschen im Business Coaching, ne? Dass ich darüber gewachsen bin. Und das Einzige, was ich gesagt habe, hey, schau dir mal meine Videos an, guck dir mal die Podcasts an, lern mich doch als Menschen mal kennen und eben nicht nur den Beruf, den ich ausübe oder einen Teil meines Berufs, wie gesagt, ich tue auch andere Dinge. Und die war ganz auf Abstand. Das hat übrigens mehr mit der Klientin zu tun als mit mir. Ne? Also wenn das so eine extreme Reaktion auslöst, dann steckt da ja ein Kontext dahinter, von, wir gucken im Sexo-Corporal immer, okay, was für Gedanken oder was für Voraussetzungen haben wir in puncto Sex. Und wenn jemand Gedanken oder Vorstellungen hat, so hat Sex zu sein, so darf Sex auf gar keinen Fall sein, ich darf nicht mit einer Sexarbeiterin sprechen, mit jemandem, der sich prostituiert, ne? Also wenn das so einen ganz negativen Stempel hat, was macht es denn mit meiner eigenen Sexualität, wenn ich so wenig Toleranz für andere Menschen habe. Und in ihrem Fall ist es halt so, dass da ein großes moralisches Empfinden dahinter steht. Also das geht nicht. Ja. Und sie hat sich dann die Videos angeguckt, das fand ich ganz lustig, und hat dann wirklich 3 Wochen lang sich gar nicht gemeldet. Ich habe mit ihrem Mann alleine weitergemacht, der war auch happy. Gott sei Dank, er hat das entspannt genommen, er war gut darauf vorbereitet. Ne? Das ist ja auch so ein großes Thema in einer Paarberatung, dass ich ja, beide Seiten immer so ein Stück weit, also wir hoffen das Beste und also wir erwarten das Schlimmste und hoffen auf das Beste. Redewendung, ne? Halleluja. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Auf das Schlimmste vorbereite und ja, so ein Stück weit den Menschen auch beibringe, dass sie es schaffen, das auszuhalten, wenn der Partner andere Meinungen hat, andere Ideen hat, Dinge anders interpretiert, ne, dass man das eben auch in der Partnerschaft ertragen kann. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich in den letzten Jahren durch verschiedene Umstände so
entwickelt hat, dass wir es nicht mehr schaffen, die Meinung eines anderen Menschen zu ertragen, wenn es nicht unsere Meinung ist. Das ist ein großes Problem. Deswegen ist ja die Beziehung nicht gleich vorbei. Ja? Also ich kann ja Kaffee hassen und mein Mann trinkt Kaffee. Soll er machen? Was habe ich denn damit zu tun? Ne? Und in puncto Sexualität, wenn etwas für mich nicht funktioniert, ist mir auch schon mal passiert. Meine Ex-Freundin wollte, dass ich Zigarettenstummel an ihr ausdrücke. Funktioniert für mich nicht. Das ist einfach zu krass für mich. Das kann ich nicht. Müssen wir andere Wege finden, ihre Dinge auszuleben. Aber das ist ja ein Paarthema. Das müssen wir zusammen lösen. Und die Klientin guckte sich 3 Wochen lang die Videos an und schrieb mir dann eine Nachricht und sagte, ja, du bist ja auch ganz anders, als ich mir eine Domina vorstelle. Und ich sage, ja. Ja, ich bin aber trotzdem eine Domina. Und ich empfinde mich auch so. Also oftmals werde ich gefragt, ja, das ist ja eine Rolle, in die du schlüpfst. Und dann ziehst du dich um. Und dann ist das wie so ein schauspielerischer Akt. Für mich ist das kein Schauspiel. Für mich ist das, ich würde niemals, das ist ja auch so ein Vorwurf, negative Assoziation, ich würde niemals auf die Idee kommen, als dominante Frau, wenn ich aus dem Flughafen komme und in ein Taxi einsteige, dass ich jetzt anfange, den Taxifahrer da zu dominieren. Ich habe von dem keine Einwilligung dazu, was der möchte. Ich weiß nicht auch, was der steht, ob das zu mir passt. Vielleicht will er ja auch in Windeln auf die Rückbank gefesselt werden. Ich finde das total kacke. Ja? Deswegen reden wir ja vorher drüber, bevor wir irgendwas anfangen. Ich finde es total furchtbar, wenn ich höre, dass Mädels im Studio einfach sagen, ja, komm vorbei. Nächste Woche Freitagabend um 19 Uhr. Und ich frage, ja, du weißt doch gar nicht, was der will. Ist doch egal, kriege ich schon hin. Weiß ich nicht. Gibt auch Sachen, die möchte man vielleicht nicht ausleben. Also so ein Hinrichtungsfetisch, ich habe nichts gegen diese Fantasien, ja, wenn sie in einem Rahmen ausgeführt werden, der vernünftig ist, ja, der sicher ist, der einvernehmlich ist. Aber das, was man von Domina denkt, ist ganz oft, die nimmt sich jetzt den Taxifahrer und dann nimmt die den so richtig durch und schlägt den und der arme Kerl. Das ist es ja nicht. Ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendjemanden zu dominieren, der das nicht möchte. Ja? Und ich habe ihr dann einen Kurs freigeschaltet, die Domina in Film und Fernsehen, wo es so ganz viele Ausschnitte gibt zum Thema Domina. Und 2 Tage später habe ich mit ihr einen Termin gehabt. Und es passierte etwas ganz, ganz Faszinierendes. Sie kam in dieses Gespräch, entschuldigte sich und meinte, ja, es ist so, wie du gesagt hast. Ich habe einfach ein ganz anderes Bild im Kopf gehabt. Und dann passierte noch etwas Faszinierendes. Diese Frau fing an, mit ihrem Mann auf ihre Art und Weise dominant zu sein. Also sie hat eine sehr verspielte, fröhliche, schon fast liebevolle Art und Weise und probiert halt Sachen aus und lacht sich kaputt und er findet das total toll. Das ist eine Art und Weise, die sieht man jetzt nicht in Film und Fernsehen, die passt aber für die beiden total gut. Jetzt stellen wir uns vor, sie hätte nie diesen Widerstand überwunden und hätte ihr eigenes Bild im Kopf nie überdacht. Gott sei Dank war sie in der Lage dazu. Es gibt ja auch Menschen, die sind viel sturer. Ich bin wahnsinnig stur. Also da musst du therapeutisch schon einiges tun, bevor du Bilder bei mir im Kopf verändert hast. Zu anderen Themenbereichen. Ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch nicht viel besser. Ich bin wahnsinnig stur. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das so lange, bis es funktioniert oder ich kriege einen Weinkrampf. Zum Beispiel habe ich eben das Mikro neu gemacht mit meinem Mann zusammen. Und das verdammte Teil hat es nicht getan. Und musste mir hin und her machen. Und ich glaube, ich habe den armen Mann ganz schön in den Wahnsinn getrieben. Jetzt schnarcht mein Hund sehr süß. So, worauf ich hinaus will, ist, wenn du in Sexualität, wir nennen das Kognitionen hast, emotionale, mentale Kognitionen hast, so soll Sex sein, so soll ein Mann sein, so soll eine Frau sein und so auf gar keinen Fall, dann fang doch mal an, dir das aufzuschreiben und das zu hinterfragen. Denn viele Dinge, die wir irgendwie annehmen, sind Quatsch. Ja? Zum Beispiel, aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich angefangen habe, Online-Erziehung zu machen, habe ich Bewerbungen bekommen von Soldaten. Ich habe vorher in meinem Leben nie was mit Soldaten zu tun gehabt. Und ich hatte ein Bild im Kopf, so soll ein Soldat sein. Also so ein muskelgepackter Mann in so einer Uniform, der laut durch die Gegend schreit. Und ich hatte auch so die Interpretation, entweder der hört gar nicht auf mich, oder der ist wie so ein Schäferhund. Ja, Sir, hier, Sir, das mache ich und so weiter. Und dann hatte ich so 8, 9 Soldaten und saß irgendwann am Schreibtisch und dachte, diese Kognition, die du hattest, die sind völliger Quatsch gewesen. Das solltest du ändern. Habe ich mit vielen Berufsgruppen.
nichts gegen die Soldaten. Ich liebe alle Soldaten, die ich bei mir in der Beratung habe oder in der Erziehung, weil das so kleine Soldaten sind. Also wenn man denen sagt, hier, die und die Übung, 30 Mal am Tag machst du das und das. Das sind alles Leute, die können nach 3 Wochen den multiplen Orgasmus in einer Geschwindigkeit, wo ich teilweise davor sitze und denke, what the hell, wie gut bist du denn bitte? Das würde ich mir bei anderen vielleicht mehr wünschen, aber gut, jeder Mensch ist anders. So, jetzt habe ich schon ganz schön lange geredet. Das, was ich mir wünsche für dich, ist, dass du deine eigenen Kognitionen in puncto Sexualität überdenkst. Denn du verunmöglichst dir eine erfüllte Sexualität, wenn du Sachen in deinem Schädel hast, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, nicht für dich passen. Und auch ganz wichtig, wenn du dabei bleiben möchtest, dass eine Domina etwas ganz Schlechtes ist und Männer quält und so weiter, dann mach das. Mir ist das egal. Es ist deine Sexualität, dein Leben, deine Wahl. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Dominante Grüße, Lady Penelope. Boah, du schnarchst, Mäuschen. Das ist unglaublich.